Ja, servus liebe Elektrofans, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Sascha und wir starten heute in eine 200 Kilometer Autobahnfahrt. Ich bin exakt vor 2 Tagen diese Strecke schon mal gefahren bei niedrigeren Außentemperaturen und nach 1 Stunde und 10 Minuten hatte mein Kattel LFP Akku ja immer noch nur 17,35 Grad Celsius und wir schauen an, wie die Temperaturen uns heute in die Karten spielen. Wir werden nach dieser Zeit ungefähr nach 1 Stunde zum Supercharger in Brunnthal fahren, ohne Vorkonditionierung, und wir sind gespannt, ob schnelles Laden dann möglich ist, ob heute der Akku wärmer sein wird. Und außerdem in diesem Video, 1 Jahr fahre ich jetzt dieses Auto, hat dieses Auto immer noch die gleichen Fehler wie am ersten Tag? Wir werden sehen und es werden sicher einige Überraschungen in diesem Video folgen. Viel Spaß beim Zuschauen, Leute! So, wir befinden uns jetzt auf der Autobahn, sind so circa 11 Minuten schon unterwegs, haben einen Verbrauch von 18,9 Kilowattstunden. Wir sind jetzt gerade in einer Baustellenzone. Wir werden aber großteils dieser Strecke mit circa 140 km/h bestreiten und dann schauen wir mal, mit welchem Verbrauch wir in Brunnthal am Supercharger ankommen. So, jetzt wird es zum ersten Mal interessant heute. Wir wechseln von der A92 rüber auf die A9 und im Übergang zu den Autobahnen macht einfach der Tempomat, was er will. Wir sind immer noch im Tempomat unterwegs. Er soll eigentlich nur die Geschwindigkeit halten. Jetzt gängelt er mich gerade wegen der Spur und jetzt schaut es her. Vielleicht kann man es dann gleich erkennen hier oben. Er verstellt automatisch meine maximale Geschwindigkeit. Das hat jetzt nichts mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu tun. Er bremst mich hier auf 90 km/h runter, egal ob ich jetzt freie Fahrt gehabt hätte oder nicht. Ihr habt es gesehen, jetzt hat er es wieder geändert. Meine maximale selbst eingestellte Geschwindigkeit, so wie ich das wollte, wie das Auto fahren soll, ändert er selbstständig nur im Tempomat. Ich bin nicht im Autopilot unterwegs, soll nicht nach Verkehrsschildern hier gefahren werden und er macht es trotzdem eigenständig. Jetzt habe ich gerade in kürzester Zeit, das war jetzt nicht einmal in einem Abstand von 1 Minute, 3 Bremsungen gehabt. Wir sind im Baustellenbereich wieder. Und ich schicke sofort den Fehlerbericht immer an Tesla, damit die mal wissen, was hier überhaupt los ist. Man drückt hier rechte Taste am Lenkrad, Fehler, Bremsung. Und dann kann man unten am Display sehen, vielen Dank für Ihr Feedback. Der Fehlerbericht wird an Tesla geschickt. Also Leute, wenn ihr sowas habt, schickt es immer an Tesla sofort. Also das ist jetzt heute, ich bin jetzt 50 Minuten unterwegs, ich habe jetzt 6 Bremsungen schon gehabt, mehr oder weniger leichte, aber es waren Bremsungen und es ist einfach spürbar. Und wenn man das halt nicht macht, dann meint Tesla immer, ja, die Autos sind perfekt. Ob am Ende das natürlich was bringt, das ist natürlich auch die Frage. Ich fahre jetzt 1 Jahr damit rum und ich habe ständig immer wieder die gleichen Bremsungen. So Leute, wir trudeln jetzt gerade ein in Brunnthal Supercharger. Das erste Mal für mich hier. Und da ist schon das Paradies, schaut her. Wunderbar, alles frei. Jetzt befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Und jetzt sind wir mal gespannt, welche Ladeleistung uns hier erwartet. Nach 92 Kilometer. So, wir schauen gleich mal erst ins Service-Menü. So, wir haben eine Temperatur von, was steht da? 29 Grad, und jetzt schauen wir mal, wie wir da laden können.
So, wir stöpseln uns jetzt hier mal an. Ach, da stehen wir noch zu weit vorne drin. So, erster Ladefail. Wir stehen zu weit vorne für das Kabel. Machen wir nicht klamm, aber es ist so. So, Test Nummer 2. Stehen wir jetzt richtig? Jetzt stehen wir richtig. Also das Kabel ist schon sehr kurz. So, wir starten jetzt hier mit 52, 61, 72, 84, 97, 111, 124, 26 haben wir Restreichweite von 31-32%. Ja, das sieht doch ganz gut aus mit einer Akkutemperatur von knapp 30 Grad. Und jetzt bleiben wir jetzt ca. 10 Minuten und dann geht's weiter. So, das ist Brunntal hier. Wir haben hier 12 Stalls nebeneinander. Also so nah musste ich noch nie hinten ranfahren. Das Kabel war jetzt schon extrem kurz. Aber das ist schon nicht schlecht hier. So, nach kurzer Zeit sind wir jetzt gleich bei 100 Kilowatt angekommen. Wir laden jetzt 3% ins Auto und von 126 maximal sind wir jetzt bei 101 Kilowatt Ladeleistung. Supercharger Brunntal. So, wir haben jetzt in kürzester Zeit, ich hoffe, man kann es lesen, weil die Sonne hier so reinblendet, 46% geladen, bei 60% fahren wir weiter und haben noch eine Ladeleistung jetzt von 107 Kilowatt. So Leute, wir sind jetzt hier nahezu alleine, ein NIO ET5 oder ET7, ich weiß jetzt gar nicht, welches Modell das ist genau ist. Absolut gehen in die Leere hier am Supercharger in Brunntal. Olli von Big O Electrify, bitte, du bist hier Stammgast an diesem Supercharger. Kommt mir das nur so vor oder sind diese Kabel wirklich so kurz? Also so weit nach hinten musste ich noch nie fahren wie hier. Ich bin stehen geblieben und das Kabel war beim ersten Mal zu kurz. Ich musste nochmal ins Auto, musste nochmal weiter zurücksetzen. Schreibt es mir doch einmal in den Kommentaren, ob mir das jetzt bloß so vorkommt oder ob diese Kabel wirklich kürzer sind. Ja, wir waren jetzt knapp 100 Kilometer unterwegs. Ich hatte mehrfach Bremsungen. Bitte sofort immer, Leute, wenn ihr das habt, per Knopfdruck am Lenkrad rechte Taste drücken, das Wort Fehler sagen. Und sofort wird ein Fehlerbericht an Tesla geschickt. Vielleicht noch mit einem Zusatzkommentar. Fehler, Bremsung, Autobahn oder Bremsung, weiß ich nicht, Baustelle. Irgendwie sowas halt, dass Tesla damit was anfangen kann. Ob das am Ende fruchtet, ich kann es euch nicht sagen. Ich fahre ein Jahr jetzt damit und es hat sich diesbezüglich zu den Bremsungen absolut bis dato nichts getan. So, wir haben jetzt 62-63% geladen, das ist jetzt absolut ausreichend für die Heimfahrt dann wieder. Wir müssen jetzt noch kurz weiter und dann erst die Drehung wieder nach Hause, also ca. 130 Kilometer haben wir noch vor uns. Upsala, da ist Kabel, wir stöpseln uns jetzt wieder ab. Per Knopfdruck natürlich immer und das Ganze ist erledigt. So, wir sind auf der A92 unterwegs und schaut her, meine maximale Geschwindigkeit hier 140 km/h, Ausfahrt Freising-Ost kommt jetzt. Jetzt kommt allerdings gerade ein Laster vor uns, das ist natürlich schlecht, überholen kann ich jetzt auch nicht, weil hier haben wir eine massive Phantombremsung. Vielleicht kommen wir da noch schnell rüber, ja, kommen wir. Und jetzt gleich wieder schnell auf die rechte Seite. Immer noch maximal 140 und jetzt schaut mal, was jetzt passiert. Hier ist die Abfahrt,
bzw. Ausfahrt und hier gleich die Auffahrt dann wieder. 140 Max und jetzt in diesem Moment bremst er auf 80 km/h. Fehlerbericht, Bremsung. Rechtes Scrollrad drücken, Fehlerbericht sagen und vielleicht noch, was jetzt genau gerade passiert ist. Also A92 rechte Seite, Freising Ost, seit einem Jahr immer der gleiche Fehler und es kommt keine Besserung hier. So, wir sind immer noch auf der A92 und schaut her, was er schon wieder gemacht hat. Das waren jetzt 10 Sekunden später, Max 80. Wir geben jetzt wieder die 140 km/h ein, die ich genau fahren will. Und jetzt haben wir gleich die nächste Ausfahrt, Erding. Und da haben wir genau das gleiche Problem, seit einem Jahr. Ich glaube, ich habe jetzt heute schon 12 oder 13 Fehlerberichte an Tesla geschickt. So viele Bremsungen hatte ich jetzt heute schon. Stop recording. So, Ausfahrt Erding rechts. Wir fahren Tempomat 140 km/h. Exakt aufs km/h. Jetzt schaut mal, was hier passiert. Er bremst auf 70, schaut oben rechts aus heiterem Himmel. Die Autobahn ist Gott sei Dank frei, leer hinter mir. Fehlerbericht, Bremsung. Fehlerbericht wurde geschickt an Tesla. Also immer rechtes Scrollrad drücken, Fehlerbericht und euer Problem dazu sagen. Dann bekommt Tesla Bescheid, was hier jetzt gerade schiefgelaufen ist. So Leute, wir fassen zusammen nach 106 Kilometer, also das waren dann halt insgesamt 212 Kilometer, die wir runtergerissen haben. Und wir hatten jetzt am Schluss für die Rückfahrt wieder mit 140 km/h so weit wie möglich 17,6 Kilowattstunden. Ich zeige euch das einmal schnell, Verbrauch auf 100 Kilometer, also wir sind Land auf, Land abgefahren, also erst Richtung München bergauf und dann wieder zurück bergunter. Also 140 km/h, wenn man fährt. Ja, bei der Hinfahrt waren es um die 20 Kilowattstunden. Wie gesagt, da ist ein bisschen nach oben gegangen, jetzt ein bisschen nach unten. Temperatur waren es jetzt 18 Grad Celsius, im Münchner Raum sogar 20 Grad Celsius. Also der Verbrauch ist für diese Geschwindigkeit auf jeden Fall gut, ist auf jeden Fall sehr effizient, das Auto. Supercharger Brunnthal war natürlich wieder ein Traum zu laden. Hey Leute, es macht wirklich Spaß, Tesla zu fahren. Das Auto ist wirklich gut, das liegt super auf der Straße. Aber es gibt Dinge, die nach einem Jahr immer noch nicht funktionieren. Und es kommen ein Software-Update nach dem anderen. Aber diese Dinge werden einfach nicht behoben. Ich glaube, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt. Aber es waren bestimmt 12 Fehlermeldungen an Tesla heute. Also das Auto hat Probleme, besonders bei Fahrbahnübergängen, bei Autobahnübergängen. Und zwar habe ich immer Bremsungen, wenn ich jetzt von der A92 auf die A9 zum Beispiel rüberfahre oder umgekehrt. Ich fahre ausschließlich Tempomat, gebe eine Geschwindigkeit vor und das Auto ändert selbstständig meine Maximalgeschwindigkeit und es kommt dort immer zu Bremsungen. Genauso auf Autobahnabschnitten. Ihr habt es gesehen im Video, wo die Bremsungen sind. Vor 2 Tagen bin ich exakt die gleiche Strecke gefahren. Da war es nachts bei der Rückfahrt und da ist meine Frau und ich wirklich dermaßen geschockt worden. Also meine Frau hat richtig geschrien im Auto kurzzeitig, weil es wirklich so ein Schockmoment war. Das Auto hat gebremst bei klarer Sicht. Es war zwar Nacht, aber klare Sicht und völlig grundlos und es war eine richtig fiese Bremsung. Also diese Probleme habe ich nach wie vor nach einem Jahr. Also Leute, Fehlerbericht schicken an Tesla, rechtes Scrollrad drücken, Fehlerbericht sagen oder Fehler. Und dann vielleicht noch das Wort dazu, was gerade das Problem war. Also diese Probleme, die können wirklich behoben. Das ist jetzt somit das Einzige, was mich stört. Und noch eins dazu. Ich habe das Auto, das muss ich jetzt gleich einmal schnell ändern. Da muss ich in Autopilot rein. Und zwar habe ich eingestellt,
Fall spurhaltige Korrektur auf Assistenz. Das heißt, hier wird man dann auch ja, von Tesla wieder in die Spur zurückgeführt. Ich stelle das jetzt um auf Warnung, weil es ist tatsächlich so, dass er zum Beispiel in Baustellen Probleme hat zwischen gelber Markierung und weißer Markierung. Also da hatte ich auch ein Problem. Und man muss immer wirklich exakt den Blinker vorher setzen, bevor man die Spur wechselt. Ihr kennt ja das, man ist so im Flow und man fährt halt schon leicht drüber, bevor man einen Blinker gesetzt hat. Und wenn du die Linie dann überschreitest, bevor der Blinker wirklich gesetzt ist, dann versucht er natürlich die Spur zu halten, weil er will ja geradeaus fahren und nicht auf die andere Spur drüber. Da muss man dann auch immer dann mit dem Lenkrad gegenlenken. Und das habe ich jetzt gerade ausgestellt, weil das stört mich auch. Also, nach einem Jahr, Leute, immer noch die gleichen Themen. Also, ich hoffe, dass es irgendwann einmal ein Software-Update gibt, wo diese Softwarefehler behoben werden. Jetzt wird's richtig Zeit, Tesla. So, das war jetzt mein Video für heute. Nach 212 Kilometern. Ich bin jetzt bei einer Restreichweite von 31%, 126 Kilometer. Ich glaube, ich habe in Brunntal, glaube ich, auf 65% oder so geladen und bin jetzt bei 31, habe 34% benötigt für die 106 Kilometer, soweit ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Wie gesagt, 176 Wattstunden auf den Kilometer, das ist vernünftig. Akkutemperatur war noch ja, bei der Ankunft in Brunntal bei knapp unter 30 Grad, trotz 100 Kilometer Autobahnfahrt, trotz 18 Grad Außentemperatur. Er hat immer noch vorkonditioniert, auch während des Ladens. Also auch bei diesen Temperaturen ist der BYD Blade Akku weit im Vorteil. Also wer ja, Wert auf schnelles Laden legt, für wen das wichtig ist, dann ist, glaube ich, der BYD Blade Akku die richtige Wahl, anstatt der Kattel LFP Akku. Abonniert noch meinen Kanal, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Servus.